Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es um zwei Dinge. Erstens um das gestrige Video und zweitens um das neue ARC-Update. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Um zu dem ersten Punkt zu kommen, ich habe gestern gesagt, dass ich auf Beam streamen möchte, um sozusagen Let's Plays zu machen. Ich habe aber dann festgestellt, dass es doch nicht so gut funktioniert, auf Beam zu streamen. Deswegen streame ich auf Twitch. Alle Einzelheiten stehen dann noch in der Beschreibung. Dann kommen wir auch schon zum zweiten Thema, und zwar zum ARC-Update. Das wird in zwei Teile aufgeteilt und kommt dann jeweils in zwei Videos. Das nächste kommt entweder morgen oder nächstes Wochenende. Heute geht es um die neuen Dinos, den Diodon, den Liopleurodon, den Kentrosaurus und die Riesenbiene. Im nächsten Video kommt das Inventar, das neue vom letzten Update, ja super, den Nerf von den Flugsauriern und die neuen Tech-Sachen, die Tech-Granaten, den Tech-Kloner, den Tech-Cave und den Tech-Megalodon-Sattel. Ich möchte darauf hinweisen, dass das nicht alles jetzt vom neuesten Update ist, sondern auch von ein paar vorherigen. Und dazu hatte ich halt eben kein Video gemacht, weil es einfach zu wenig Zeug für mich war. Dann würde ich sagen, wir legen mal los. Der Diodon. In der Wildbahn solltest du ihn besser nicht stören. Der Diodon. In der Wildbahn solltest du ihn besser nicht stören, ohne gut vorbereitet zu sein. Oder du musst auf die harte Tour lernen, sein Territorium nicht betreten zu dürfen. Sie sind Fleischfresser, was es leicht macht, für sie Nahrung zu finden, sofern man die nötigen Waffen dazu hat. Aber einmal gezähmt, kannst du dir einige Zeit nehmen, den Burschen zu verpflegen, da er durch seinen rasanten Stoffwechsel zwar sehr schnell heilt, aber auch viel zu fressen braucht. Das Nützlichste an ihnen ist, dass sie Dinos in ihrer Umgebung mit ihrem Stoffwechsel beeinträchtigen zu scheinen, wodurch diese auch schnell heilen. Das heißt also, wenn ihr gerade einen Kampf verwickelt seid und dieses Ding mit euch habt und das passive Heilen anhabt, erscheint normalerweise so ein grüner Ring, der aber aus irgendeinem Grund in dem Video, wo ich es probiere euch zu zeigen, nicht funktioniert. Und da heilen dann halt auch die Dinosaurier schneller. Da könnt ihr noch mal sehen, wie ich es verzweifelt probiere, aber es einfach nicht schaffe. Funktioniert nicht! Verdammt nochmal! Dann kommen wir auch schon zu Nummer 2, zu dem Lieb. Dann kommen wir auch schon zu Nummer 2, zu dem Liopleurodon. Ich konnte nicht viel über ihn herausfinden, aber er soll angeblich irgendwie euch den Weg zu gewissen Unterwasserressourcen zeigen können. Falls das wirklich funktioniert, weiß ich nicht wie. Ich habe auch recherchiert, das habe ich nichts dazu gefunden. Und wenn man halt eben auf ihn sitzt, kann man länger unter Wasser atmen, da er irgendwie so eine Art ölige Haut hat. Wenn man halt eben das hat anhat, das habe ich vergessen dort zu machen, sieht man, dass irgendwie gezähmte Restzeit oder so fängt bei 30 Minuten an. Ob er dann verschwindet oder nicht, weiß ich nicht. Ich werde es euch dann im nächsten Video sagen. Und Nummer 3, der Kentrosaurus. Und Nummer 3, der Kentrosaurus. Er ist ein Pflanzenfresser mit starkem Durchsetzungsvermögen. Obwohl er kleiner ist wie seine nächsten Verwandten, die Stegosaurus, ist der Kleine viel stärker und spießt seine Gegner mit einem Schlag auf, auch wenn sie größer sind. Allerdings so kräftig wie sie sind, so schwer sind sie zu zähmen, da sie dich mit dem Tod bestrafen können. Am gefährlichsten sind sie im Rudel, aber wenn man ein Rudel zähmt, braucht man sich vor großen Fleischfressern nicht mehr zu fürchten. Ich finde den eigentlich ziemlich schön, allerdings seine Hörner finde ich nicht so schön detailliert.
Und zu guter Letzt die Riesenbiene. Eine Riesenbiene ist sehr nützlich. Und zu guter Letzt die Riesenbiene. Eine Riesenbiene ist sehr nützlich, aber auch schwer zu zähmen. Man muss einen Bienenstock finden, was ich, wie man sieht, nicht getan habe. Ich habe nur eine Biene gespawnt. Und das ist nicht mal eine Bienenkönigin. Die Bienenstöcke sind meist an Felswänden oder den Redwood-Bäumen zu finden. Wenn man einen gefunden hat, muss man den zerstören, aber nehmt euch in Acht vor den Drohnen, die den Stock beschützen. Wenn dann der Stock zerstört wurde, kommt eine Bienenkönigin zum Vorschein mit ein paar Anhängern von Drohnen. Und diese muss man passiv mit seltenen Blumen zähmen. Also die Bienenkönigin. Danach kann man die Königin einen neuen Bienenstock bauen lassen, woraus man Honig gewinnen kann. Dafür soll man aber eine neue Kleidung benötigen, die ich auch nicht gefunden habe im Engram Dingsterbumster da. Ihr wisst schon, was ich meine. Das ist die Biene und ihr. Das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Noch einen schönen Tag euch und tschüss.